Willkommen zurück zu Shovel Knight. Und da ich gerade wieder hier bin, kann ich mir auch das hier mal gemütlich mitnehmen. Und ich frage mich gerade, erstens, ob es hier oben weitergeht. Nein, tut's nicht. Gut. Und ob ich das da vorhin ausgegraben habe. Ach so, ja, nee, habe ich. Aber die Karotte hatte ich natürlich nicht mitgenommen. Blödsinn, die Karotte kommt natürlich wieder. So. Ah, ich kann da, wenn ich hochspringe, direkt hochschießen. Interessant. Gut, und jetzt bin ich auch hier wieder bei dem alten Checkpoint, wo ich euch versprochen habe, dass es weitergeht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da rüberkomme. Aber immerhin. Ey! Ey! Oh. Also bitte, wenigstens kriege ich meinen Mana wieder zurück, ja? Nein, nein, achso, haha, gehabt. Ey, was machst du denn hier? Ich habe doch hier links alle Ratten umgebracht. Wo kommt ihr denn her? Geht's da weiter? Nee. Ist hier irgendwo weiter? Nö. Ich hab keine Ahnung, wo die herkommen. Enter! Ah! Die da weg, genau. Dann mach ich die da weg. Sehr gut. Wow, die können ja springen. Das ist mir neu. Ich glaube, ich muss jetzt hier rechts stehen bleiben, damit genau das hier passiert. Dinger wieder zurückholen. Aha. Ah, da will ich hoch. Komm her. Komm her. Komm her. Ich springe jetzt auf dich. Komm her, das Notenblatt hol ich mir. Nö, ich warte hier, bis du herkommst. Ich warte hier, bis du herkommst. Vergiss es. Nein. Dumm-di-dumm. Ah! Was ist er denn? Warum ist er wieder oben? Jetzt komm halt her. Komm halt her! Kann ich den in die andere Richtung schubsen? Ja, kann ich! Dann. Ah, puh, aber gerade so, hey, gerade so! Aber da oben ist ja auch noch, ne? Zeug. Achso, wobei, vielleicht ist das ja andersrum gedacht, dass ich da oben hinkomme und dann. Ernsthaft, der ist wieder da. Dass ich da oben irgendwie hinkomme und dann hier von oben das Notenblatt holen kann. Von hier zum Beispiel. Wow, was bist du denn? Moment, die kenne ich doch, oder? Aus dem Keller unten. Nein! Also die Flaschen, die er geworfen hat, dachte ich, dass ich die vielleicht so werfen kann. Moment, ich trinke jetzt mal eben meinen Trank. Was? Achso, ja, jetzt muss ich natürlich wieder Kinder auswählen. Ja, sag ich doch. Und damit ist jetzt Geschichte. Yay! War das jetzt Boss? Nee, ne? Das war einfach nur so ein Zwischenboss. Oh je. Hoffentlich war das kein Fehler. Hier meinen Trank zu verschwenden. Blauen, okay, die kommen regelmäßig einfach. Regelmäßig das Feuer raus, und hier bei den gelben. Wow, das war knapp. What? Was ist der denn da? Und der kriegt noch nicht mal Schaden. Feuer, wie gemein. Komm her! Hab ich dich. Boah, was für ein fieser Brocken. Uiuiui, da finde ich mich aber gerade cool. Schnell durch. Ja, komm her, komm runter, komm senkrecht. Ah, diese fiese Fratze, die so kurz vorm Ende kommt. Nein! So, das reicht gerade so, oder? Ja. Ey, na, komm schon. Na, komm schon. Geht doch. Und das da, das könnte ich da rein. Jawohl. Wow, was?
Boah, aber das hat sich gelohnt. Oh, ups. Nein! Das war knapp. Oh, nee, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Tschüss, ich bin weg. Nein! Oh. Blöden Geist. Was? Das Feuer kriegt mich da oben? Nee, ich wusste nicht. Das war der Geist. Oh, verdammt. Ich bin fast tot. Nein! Ich wollte doch nur in die Leiter. Das ist da oben kaputt. Ah, so funktioniert es wenigstens. Oh, wie blöd bin ich denn bitte? So, mach ich das mal. Na. Ich mach das jetzt mal auf Nummer sicher. Ja, das hat sich gelohnt. Tatsächlich kann ich nämlich hier speichern. Was ist das denn da unten? Ein dunkler Shovel Knight oder was? Ein Spiegelbild von mir. Noch mehr davon. Sag mal, komm her. Ich bin der einzig Wahre. Du kannst mir gar nichts. Ich bin unnachahmbar. Siehst du? Ich bin so gut, dass ich meine eigenen Nachahmer kaputt mache. Ohne mit der Wimper zu zucken. Allerdings muss ich sagen, ich habe unangenehm wenig Lebenspunkte gerade. Können die sich runter durchhacken? Ja, können sie. Ey! 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 Haben die mehr Reichweite als ich, oder was? Ja, haha. Moment, explodieren die? Nee, tun sie nicht. Okay. Würde mir nur Schaden machen, wenn es mich trifft. Dann nehme ich mal wieder das Ausweichmedaillon. Uah! Was mache ich denn? Gold sammeln. Das kann ich. Oh, nee, nicht so einer schon wieder. Nicht so einer. Interessant, dass die. Was? Ey, was? Wieso ist der jetzt plötzlich da hochgesprungen? Der ist doch vorhin runtergesprungen. Na, jedenfalls will ich hier wieder den Feuerstab. Genau, das Ding hier zu tun. Tschüss, Shovel Knight, Spiegelbild. Was auch immer, ey. Bin ich da rüber hoch? Nee, ne? Ja, klar. Ach, wenn die genau über mir sind. Ey! Ich wollte. Ah! Das. Nein! Ah! Entweder ist die Steuerung ein bisschen blöd oder mein Gamepad spinnt. Weil ich wollte gerade definitiv beim ersten hier unten zu ihm schießen und nicht von ihm weg. Und jetzt hat mich die Plattform genau in den Dinger reingepackt. Was tust du da? Sag mal! So, jetzt aber. Ich kann mich nämlich unverwundbar machen, wenn auch nur kurz. Und dann hast du gar keine Chance gegen mich. So sieht's nämlich aus. Hier kommt der Boss. Ich nehme dann meinen Feuerball. Plague Knight, hey, lass mich. Zeig dich, Plague Knight. Deine Trickserei hält mich nicht auf. Trickserei? Hey, die Früchte meiner Forschung sind nicht bloß ein Trick. Boom. Und jetzt erteile ich dir eine Lektion, ja? Ich kann dir versprechen, das wird eine wahre Erleuchtung. Wow, was ist das denn? Aha. Machen die Schaden, ne? Ah, getroffen. Ich hab kein Mana mehr. Das macht keinen. Ey! Ach, von den grünen Dingern kann ich nicht abhüpfen, oder was? Oh, was ist das denn? Oh, Mädel.
zur Hölle war das gerade? Immerhin habe ich jetzt volles Leben. Ich habe gerade keine Ahnung. Wie ich dem effektiv Schaden zufügen soll. Außer durch Feuerball. Kann er ja auch noch ablocken mit seinen Geschossen. Na gut, wenigstens block ich auch seine Geschosse damit ab. Das ist eigentlich Schaden. Kann ich, mach die kaputt, oder? Oder macht er die kaputt? Ich glaube, er macht die kaputt. Treffer. Nein, kein Treffer. Oh, was? Ich hab ihn, nicht er mich. Ah, gut. War gerade überfordert ein bisschen. Puh, geschafft. War ja jetzt irgendwie gar nicht so schwer beim zweiten Versuch. Wobei ich keine Ahnung habe, wie es am Ende dann doch geklappt hat. Bosskämpfe hier sind schon ein bisschen hart, ne? Muss man sagen. So finde ich zumindest. Nicht ganz ohne. Ja, dann schlafe ich mal eine Runde. Yay! Diesmal darf ich keine Prinzessin oder so retten. Na, was soll's. 9669 Gold. Yay! Explodatorium geschafft. Ich habe gerade gespeichert. Also, dann lege ich mich doch mal mit dem Wald des Ausblendens. Blödsinn. Mit dem da an. Wer ist das denn? Reize. Nördlich von Stolzmoor in der Gabelung in Westen. Ach Mist, ich muss schon daran vorbei sein. Wohlan, werte Reisende. Oh, vielleicht kannst du mir helfen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich wollte... Moment mal, du bist der Ritter mit der Schaufel. In der Tat, ich bin der Ritter mit der Schaufel, der das Dorf bedroht hat. Ich kann dir versichern, dass ich niemals... Wirst du mit deiner Schaufel da Unschuldige begraben? Deine Herrschaft des Schreckens endet jetzt. Was? Ich habe nie ein Dorf bedroht. Kann ich ihn zurückwerfen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann auch nicht davon abspringen. Okay. Haha. Nein. Nein, voll rein. Haha. Ach, jetzt hab ich ihn selber reingeschmissen. Oh nein, das eine Geschoss von ihm. Ah, was tue ich denn da? Ja, so muss das sein, genau. Weg mit dir, du Lump. Ich habe nie ein Dorf bedroht. Wenn hier jemand etwas bedroht, dann du, nämlich mich. Aber jetzt auch nicht mehr. Wieder lebt noch. Gib mir das Stärkste, was du hast, du Schuft. Streck mich nieder. Ich bin kein Schuft. Wir kämpfen gegen den gleichen Feind. Wir... Tun wir das? Warum hast du das denn nicht gesagt? Das habe ich gesagt. Puh, jetzt komme ich mir mal blöd vor. Nimm's leicht, mein Freund. Ritter sind am stärksten, wenn sie zusammenarbeiten. Genau, Ritterkodex. Erster Schwur, immer allen in Not helfen. Mach sie fertig, Schatz. Was war das denn? Was war das denn? Warum hat er mich angegriffen? Und wer erzählt rum, dass ich das Dorf angreife? So ein Unsinn. Also ehrlich, würde ich nie tun. Ihr nimmt das, Bade. Nochmal 1500. Das wurde für die Heldensagen eines anderen Landes geschrieben. Passt aber perfekt zu einer großen Schlacht. Ja, ist mir egal. Will ich gar nicht. Kann ich dann noch mehr Leben haben? Nö. Keine mehr. Das heißt, ich muss sie jetzt wahrscheinlich finden unterwegs. Ja, gib mir Mana. Und... Gib mir noch mehr Mana. So, jetzt habe ich 80 Mana und 8 Leben. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen fürs Erste. Ich glaube, hier irgendwo gab es dann noch ein Relikt, das ich am Anfang nicht genommen habe. Nämlich, das da müsste das sein. Oh, eine andere Route. Eine Alchemie-Münze. Du bist nur einen Münzwurf von Reichtümern entfernt. So teuer. Nee, nee, nee. Ich möchte die Chaos-Kugel, die ich am Anfang nicht gekauft habe. Denn die tut Folgendes. Die macht so eine Art, So eine Art Feuerblume. Und ich kann sogar das hier machen.
das ist ja lustig. Ich dachte, ich könnte nur zwei Zauber gleichzeitig in der Luft haben, aber nein, zwei von jeder Sorte. Finde ich gut. Wer pfeift denn hier Leben nach, bitte? Hallo? Finde ich gut. So, und was haben wir hier? Den Panzerposten. Okay. Wallace, unsere Kundschafter haben dich kommen sehen. Wir wissen von deiner Mission. Dies ist der Panzerposten. Hier haben sich die ganz Harten verschanzt, tief in feindlichem Gebiet. Ist gefährlich. Rüste dich aus. Ja, würde ich dann mal tun, ne? Vielleicht da oben? Oh, das sieht tatsächlich danach aus. Rüstungsschmied, das muss der Amboss der Lüfte sein. Rüstungsupgrade gefällig. Wenn du dir was schmieden lassen willst, bin ich dein Mann. Har, har. Robuste Platte, meine Standardrüstung, einfach aber solide. Letzte Rettung, wenn du in Kampf fällst, verlässt du nur halb so viel Gold. Nee. Zaubermantel, opfere ein wenig Schutz für ein höheres Magielimit und sammle Magie von besiegten Feinden ein. Dynamo-Panzer, mit zwei Schaufelstürzen kannst du einen mächtigen Sturmschlag entfesseln. Panzer des Schwungs, schwer gepanzert, hält dich nach Treffern an Ort und Stelle, doch anhalten ist schwer. Schmuckpanzer, schick, akrobatisch. Nutzlos. Was meint ihr, welche Rüstung soll ich mir kaufen? Ich bin mir da ein bisschen unschlüssig. Schaufelschmied, schöne Schaufelklinge, Junge, aber die kann ich verbessern. Entfessle ihre wahren Fähigkeiten. Griff aufladen, warte mit dem Angriff, um einen mächtigen Sturmschlag zu entfesseln. Grabenklinge, dreht einen ganzen Haufen in einer einzigen mächtigen Bewegung um. Oder Funkensturz, bei voller Gesundheit kannst du bei einem Schaufelsturz Funken spülen lassen. Ja, auch hier, sagt mal, was ihr so denkt. Ich kann mir ja gerade eh nicht allzu viel leisten. Ja klar, Hörner, die edelsten Instrumente, aber wirklich zur Geltung kommt nur in einem Duett. Ja, dann sucht ihr doch jemanden zum Duett spielen. Ich bin's nicht. Luftschiff-Enthusiast. Ich muss schon sagen, mein Herr, so ein dekadentes Luftschiff habe ich nicht gesehen, seit ich meins verkauft habe. Ha! Du bist so lustig. Du bist so lustig. Ich wusste doch, hier gibt es ein Notenblatt. Dein? Nein. Fischer, wir leiden wie Landratten, während Treasure Knight unter den Wellen in seinem schrecklichen Eisenwal weilt. Seine Niedertracht fürchten alle Fischen. Seine Niedertracht fürchten alle Fischen im Meer? Hä? Alle Fischer im Meer, oder? Oder alle Fische im Meer? Genau. Mach ihn fertig und wir danken dir sehr. Jarrr. Alles klar. Und du bist ein Kröter. Ich bin ja so schlecht drauf. Ich habe einfach schlechte Laune. Wenn mich nur jemand aufheitern könnte. Ach, okay, ich probier's mal. Warum ist niemand beim Katapult? Weil das Personal zum Schießen ist. Was? Ich bin ja so schlecht drauf. Hier. Schon gehört? Der Gastronom ist jetzt Sternekoch. Nur wie die kann er essen. Was sagt er danach? Was sagt er danach? Der hat doch gerade irgendwas gesagt. Oder habe ich mit anderen gesprochen aus Versehen? Kann auch sein. Gut. Aber ich glaube. Ach komm, das Ding geht noch, oder? Mr. Head, ah, Hüte, meine größte Leidenschaft. Nichts genieße ich so sehr wie das knackige Schnalzen einer gut geschneiderten Krempe. Und du bist ein Herr Pfau meines Reichtums. Dank meines Reichtums konnte ich mir den ganzen Laden hier kaufen, doch ich habe meine Börse vergessen. Oh, aufrechter Ritter, kannst du mir mit schlappen 1000 Gold aushelfen? Ja, hier. Oh, danke, ich kann nicht glauben, dass es echt geklappt hat. Hey, was? Ich kaufe nur das Beste, und was meine neueste Erwerbung angeht, mir fehlen nur läppische 1000 Gold. Vortrefflich! Jetzt, wo ich meinen Ankauf getätigt habe, gehe ich meiner Wege. Ja, tschüss. Ihr seid doch Idioten! Gib mir mein Geld wieder! Lol. Ach so, eine bezaubernde Brosche. Wenn ich mir die nur leisten könnte, ich brauche nur 1000 Gold. Ja, nimm. Hurra! Genau, was ich gebraucht habe. Vielen Dank, mein Held. Ah, meine schöne Hüte. Das ist ein prächtiger Helm. So prächtig. So prächtig. Ich wusste, ich hätte nach deiner kuriosen Sammlung fragen, mein Herr. Ich reise quer durchs Land. Von hier nach dort. Suche, lerne, lehre und sammle. Alle Formen, alle Größen. Hüte. Jeder, den ich trage, verleiht mir eine neue Kraft. Dein Hut sieht wahrhaft mächtig aus. Faszinierend, aber ich hänge doch sehr an meinem Helm.
Ja, ja. Was das angeht. Haha, zwei Treffer von dir. Ey! Der greift mich an, die Sau. Von wegen Händler. Von wegen Händler, ne? Oh, kein Treffer. Wow! Na, ah, immer kann ich daran hoch. Das hat getroffen. Sehr schön. Gewonnen! 5000. Das heißt, ich habe effektiv 2000 Gold jetzt gewonnen. Genug. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Mein Verlangen nach Hüten hat mich übermannt. Dein wunderschöner Hut. Das ist dein Helm. Klaro, wüsste ich doch. Trage ihn und bleib mir gesund. Für den Moment. Gut, ich bin dann mal weg. Dieter, du bist weg. Das ist dein Laden. Ah, ich will mit dir reden. Das gibt's ja wohl nicht. Dieser King, der ist ja so majestätisch. Welch kultivierter Geschmack. Aber ganz ehrlich, ich wäre lieber deine Königin. Ja, ja. Natürlich wärst du das. Wer wäre das denn nicht? Ah. Von wegen weg. Ich sehe dich genau, Hutmann. Ich sehe dich genau. Du bist nämlich hier. Nein, ich komme da nicht rüber. Warum komme ich da nicht rüber? Ah, nein, ich komme da nicht rüber. Ach, na gut. Dann werde ich das wohl in der nächsten Folge nochmal versuchen. Und bis dahin. Und wie gesagt, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr glaubt zu wissen, was ich mir nehmen soll an Rüstung, an Schaufel-Upgrade, dann schreibt mir doch einen Kommentar. Ich werde darauf eingehen. Jupp. Bis zum nächsten Mal.